Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Minecraft Neo. Wir sind jetzt in Folge 4. Wir haben letztes Mal, ja, irgendwo im Nirgendwo aufgehört, ohne einen richtigen Ansatz, wo wir hingehen, wo wir herkommen und was hier los ist. Aber wir haben hier dieses grüne Holz. Und ich habe mir doch überlegt, von dem möchte ich ein bisschen... Gott, ich bin hier so schreckhaft in diesem Modpack, aber man kann es mir auch nicht wirklich übel nehmen, muss ich sagen. Hier ist aber auch alles gefährlich. Von hier nehme ich einen großen Baum mit. Danach werden wir uns auf die Suche, beziehungsweise ich habe ja die Koordinaten, ich habe ja einen Screenshot gemacht von meinen Koordinaten, habe ich gerade neben mir offen. Hier 2700 in X und Z 4300, also da finden wir auf jeden Fall hin zurück. Dann werden wir zurücklaufen. Beziehungsweise wir werden mehr oder weniger einen Bogen machen, in der Hoffnung, dass wir noch Kühe finden, weil unser Ziel ist ja immer noch, unseren Rucksack zu machen. Auch zu diesem Rucksack hat jemand geschrieben, wartet. Wir können hier schauen, wo ist er denn? Da ist er. Nee, ich will ihn nicht cheaten, ich will mir das nur anzeigen. Das ist gar kein normales Bett, das ist ein Sleeping Bag. Dafür brauche ich Teppich und heißt, für zwei Teppiche braucht man, glaube ich, zwei Wolle. Und da ich drei Teppiche brauche, brauche ich vier, brauche ich fünf Wolle insgesamt für diesen Schlafrucksack. Also für diesen... Ja, ist quasi ein... Wie heißt das nochmal? Dieses Ding? Habe ich gerade Holz bekommen? Äpfel? Äpfel aus Holz? Das ist aber praktisch, muss ich sagen. Mein Inventar ist auch ein bisschen voll. Und Weakness Essence habe ich auch. Und mit den Realmstones komme ich irgendwie in andere Dimensionen, habt ihr mir geschrieben. Damit habe ich noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Weil ich ja unbedingt drei Dias brauche. Oder eine Spitzhacke, mit der man... Also die Dia effizient hat. Und man kann die ganzen neuen Erz in dem Modpack einfach nur mit einer Dia-Spitzhacke abbauen. Heißt, Dia-Spitzhacke ist muss, solange ich nicht von einem netten Dorfmitglied, und das ist ehrlich gesagt auch meine Hoffnung, dass irgendwer mir aus dem Dorf einfach so eine Spitzhacke gibt, mit der ich dann schon die nächsten Erz abbauen will. Weil ich habe keine Lust, Ewigkeiten Dias zu suchen, nur am Ende dann gar keine zu finden, vier Folgen lang. Ich kenne mein Glück. Ich schaue, ob ich da irgendjemand finde, der mir drei... Die Sache ist ja mit den Erzen, die man dann mit den Dias abbaut. Achso, das sind die Wolken. Ich habe gerade gedacht, ich falle jetzt ins Nichts. Wie hoch ist denn der Baum? Eigentlich wollte ich nur schnell den Baum fällen. Habe gedacht, der ist so groß wie ein Dschungelbaum, aber der ist anscheinend gigantisch. Kläre ich jetzt in eine Himmelsdimension? Ich habe auch gar keinen Platz mehr für das ganze Holz. Und die Wolken muss ich für die nächste Folge dann auch ausmachen, denn Optionen, die sind meistens ziemlich nervig, muss ich sagen. Ja, und ansonsten werden wir nächste Folge mit Zombie in diesen Dungeon gehen im Dorf, unter dem Turm. Da war Zombie in seiner heutigen Folge schon drin, hat er gemeint. Heißt, ja, also Folge 5 gehen wir dann in den Dungeon. Vielleicht habe ich bis dahin auch noch ein bisschen was, wenigstens ein bisschen. Ein besseres Schwert, eine bessere Rüstung oder eine Spitzhacke. Vielleicht finden wir... Wie lange geht denn das noch? Ich will den Baum nicht so stehen lassen, aber ich habe das Gefühl, der endet nicht. Welche Höhe sind wir mittlerweile? Wir sind mittlerweile über... ist der Ende. Ist hier endlich Ende. Oh Gott sei Dank. Um Himmels Willen, was war denn das jetzt für ein Ding? Ich glaube, wir haben auch den höchsten erwischt. Verrückter Baum. So, und jetzt können wir... Och nee, die Axt reicht wahrscheinlich nicht mal bis ganz nach unten. Oh, Zombie ist auch drauf. Zombie nimmt jetzt auch seine Folge 4 auf. Müsste ganz nach unten bauen. Also ich muss sagen, so große Bäume sind halt ultra praktisch zum Abbauen. Deswegen mache ich das auch am liebsten immer mit den Dschungelbäumen. Wie viel FPS haben wir gerade? Das kommt mir richtig wenig vor. Video-Settings machen wir es doch wieder auf 2 für mehr FPS. Hier in den luftigen Höhen ist es anscheinend doch nochmal erschwert von den FPS her für das Spiel. Und müssen uns eine neue Axt machen. Wir haben uns nämlich... Warum sind es gerade so wenig FPS? Ich bin hier nur in einem Baum. Sind das die Blätter? Wahrscheinlich sind es die Blätter. Da kann man bestimmt noch irgendwas umstellen, dass sie nicht so kompliziert gemacht werden. Ich wette es. Dann müssen wir das wahrscheinlich umstellen, damit wir ein paar FPS haben. Ich habe das Falsche gecraftet, oder? Ich habe das Falsche gecraftet. Dann lassen wir die Spitzhacke einfach da und tauschen das durch eine Axt aus. So, Spitzhacken habe ich ja genug. Ah, okay, ich darf mich anscheinend nicht zwischen Bäumen aufhalten, wenn ich FPS haben will. Das ist aber blöd. Blöde Bäume. Oh, und ich hätte unbedingt gerne dieses Leder. Sonst wäre jetzt mein... Naja, meine Erkundung habe ich immerhin ein paar Sachen gesehen. Ein paar haben auch gemeint, hier die Feuerdinger hättest du töten können. Dann hättest du was bekommen, mit dem du eine Schusswaffe machen kannst oder sowas ähnliches. Das wäre wohl ganz praktisch gewesen. Dann hätte ich immerhin schon eine Waffe gehabt. Aber naja, jetzt haben wir hier wenigstens überall Schweinchen. Das ist doch auch was.
Und ganz viel Holz, denn das ist doch das Holz, das grüne Holz, was ich cool fand, oder? Ja, ist es. Daraus kann ich mir dann später ein Haus bauen und wenn ich mir kein Haus daraus baue, dann habe ich jetzt immerhin einen gigantischen Holzvorrat, der nicht so schnell wieder verbraucht wird. Und die Wolle wollte ich eigentlich nicht wegschmeißen. So, die hätte ich gerne behalten. War hier nicht noch irgendwo nochmal Holz? Nee? Okay, da müssen wir jetzt F3 öffnen. Also ich muss so 2700. Das wäre in die Richtung. Und nach 4300. Das wäre in die Richtung, oder? Also müssten wir so ein bisschen diagonal. Und die Sache ist auch gerade, wartet, Leute. Wir haben es ja gerade nicht so mit. Jetzt, wo ich nicht mehr in den Bäumen drin bin. Gerade so könnte ich das machen. Ich glaube, wenn wir hier aus dem Biom draußen sind, wird das auch wieder besser. Ich muss echt hier lang. Ich bin so komisch gelaufen. Und es wird gerade wieder Nacht. Leute, ich wette, bevor ich ankomme, sterbe ich einfach. Ich wette es. Und dann ist all mein Holz weg. Mein hart erarbeitetes Holz. Ich muss mich gerade mal orientieren. Wenn ich gleich eine Stelle finde, wo ich hier reingelaufen bin, dann versuche ich einfach ein bisschen in eine andere Richtung zu laufen. Da sind irgendwelche. Oh nein, ich will nicht einen Preis zahlen oder was auch immer. Die Jagd nach Blut hat begonnen. Ich brauche auf jeden Fall noch Schafe für Leder, damit ich mir meinen Schlafrucksack machen kann. Dann haben wir eigentlich Plains. Das wäre eigentlich auch ganz praktisch. Ich laufe doch noch in die richtige Richtung, oder? Ja, genau, hier ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt glaube ich, bin ich eigentlich schon wieder recht nah am Dorf. Er ging doch schneller als gedacht. Ich hatte echt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Aber jetzt können wir noch ein bisschen ums Dorf herumlaufen, danach Leder suchen und wenn wir da nicht erfolgreich sind, dann einfach in den Schlaf weinen. Okay, Wolle haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Was haben wir da? Ach, das war so ein Ding mit wenig Leben, oder? Genau, das können wir sogar töten. Weil eigentlich unsere Aufgabe in diesem Modpack ist ja, Sachen zu töten. Darum geht es hier und nicht den aus dem Weg zu gehen. Ich wollte nur eigentlich erstmal ein bisschen warten, bis ich bessere Rüstung habe. Aber wir haben ja eigentlich eine Eisenrüstung. Eine Eisenrüstung ist recht gut in der Theorie. Ich weiß nicht, ob sie gut ist gegen das, was auch immer da hinten links ist. Ist hinter mir noch was? Weil der 50 Leben hat. Dem gehen wir dann doch erstmal aus dem Weg. Das, was ich nicht kenne, das lassen wir erstmal in Frieden. Und schauen, ob wir hier auf der Ebene noch ein bisschen Leder finden. Ach, bitte. Komm schon, Kühe. Ich beschwöre euch. Muh. Hexen. Und da hinten ist eine Kuh. Habe ich das richtig gesehen? Das sind Kühe. Das sind Kühe. Da rennen wir hin. Um die Hexen herum. Und dann haben wir tatsächlich unsere Mission geschafft. Falls die denn Leder droppen, was ich doch stark hoffe. Also wenn ihr jetzt freche Kühe seid und kein Leder droppt, dann bin ich schon stark enttäuscht. Bitte einmal Leder zu mitnehmen. Das war kein Leder. Bitte einmal Leder zu mitnehmen. Und habe ich? Ja, ich habe eins. Okay. Okay. Ein Leder haben wir. Wir brauchen, glaube ich, vier. Dann haben wir einen coolen Rucksack. Der sieht bestimmt auch richtig cool aus. Dann können wir ja mit bei allen in unserem Dorf angeben. Guck mal, was für einen coolen Rucksack wir haben und ihr nicht. Haha. Ja, dann sind wir der Coolste auf dem Schulhof. Hoffentlich lachen uns nicht einfach alle aus. Ich wette, das tun sie. Sechs Leder. Wenn wir jetzt noch zwei haben, können wir sogar noch einen verschenken. Was macht der da? Okay, der hat mich, glaube ich, aufgelevelt, wenn mich nicht alles irrt. Ist hier noch eine Kuh? Das ist keine Kuh. Ganz langsam hin. Ein Deiser? Da steht aber nicht Neiser dran. Ein Deiser ohne Neiser. Der hat eigentlich nicht so viel Leben. Aber der Wind trägt mich gerade. Da hinten ist auch ein Deiser, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. So, wir werden jetzt auch, jetzt wo wir aus dem Wald sind, haben wir ja mehr FPS, es wagen, sie höher zu stellen. Weil ich muss sagen, für so die Ebenen hier wäre es echt gut, würde man ein bisschen was sehen. Da haben wir richtig viele Deiser. Die Deiser sehen aber auch unheimlich aus. Und bei der Kuh, bei der Hexe wäre auch noch eins. Naja, egal. Wir gehen jetzt einfach zurück zum Dorf. Wir sind ja von X schon halbwegs in Ordnung. Ist sie noch darüber? Oder müssen wir wahrscheinlich für Z noch dahin? In die Richtung. Ja, das passt. Also einmal um die Deiser herum. Und dann können wir uns heute tatsächlich unseren Traum vom Rucksack erfüllen. Was schaffen wir noch? Haben wir ja richtig was erreicht. Ich sehe nur die ganze Zeit die ganzen.
Hilfe! Okay. Okay. Sie ist eigentlich nicht, was ich wollte. Es ist anscheinend so ein Gas, den es in der Oberwelt gibt. Wir rennen einfach, da kann er uns ja nicht treffen und es scheint auch nicht das Terrain zu springen. Heißt, wir machen auch nicht unser Dorf damit kaputt. Was haben wir da? Ganz normalen Villager. Tut mir leid, Villager, dass ich die Gegend aufwühle. Oh Gott, die ganzen... Was ist denn hier los? Die Welt hier ist ganz schön crazy. Und da vorne ist nochmal eine Kuh. Komm schon, zwei Leder nochmal. Da kann jemand anderes auch den Traum leben. Den kann ich dann in der Stadt verlosen. Oder einfach zum Bär geben. Schauen wir mal. Okay, das sieht gut aus. Das ist unsere Stadt. Ich sollte eigentlich auch nicht alle Kühe töten. Eigentlich. Aber ich mach's trotzdem. Okay, komm schon, noch ein Leder. Wäre gut, würden wir lebende Kühe in der Gegend haben. Ach, das ist nur ein Pferd. Pferde tropfen eigentlich auch Leder, aber das will ich dann doch nicht töten. So, okay. Dann gehen wir zu uns zum Haus. Töten. Dich noch. Tut mir leid. Sorry. Perfekt. Damit hätten wir jetzt... Wir brauchen ja eigentlich, müssen es dreimal machen. 6. Doch, wird passen. Perfekt. Okay, und dann gehen wir in unser Haus. Zombie ist da bestimmt auch unterwegs. Der treibt sich da schon rum. Und craften uns einen Rucksack. Zombie, wir kommen nach Hause. Du musst nicht länger warten. Und wir können unser Fleisch braten. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Die Brüder der Bruderschaft, der Bros. Was ist ab, Bros? Okay, ist das noch von mir oder von Zombie? Ich habe gerade keine Ahnung. Aber was wir machen können, ist natürlich erstmal... hier schön Holzkohle machen. Ich meine, wir haben jetzt das Holz dazu. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit. Dann können wir uns ein bisschen Fleisch machen. Ernähren wir uns halt im Modpack erstmal nicht vegetarisch, beziehungsweise wir können ja eigentlich zu Beginn die Äpfel essen, auch wenn ich gelesen habe, beziehungsweise gehört, dass man eigentlich, dass es ganz klug wäre, wenn man sich das so ein bisschen anspart, die Äpfel, weil Goldäpfel sehr nützlich sind in vielen Kämpfen. Deswegen sollten wir die Äpfel vielleicht doch nicht aufessen. Auch wenn man sie beim Holzfällen bekommt, dann komm, zwei naschig. Ich will nicht so häufig in Zukunft Holz fällen, deswegen nur zwei. So, dann wo ist unser Crafting Table? Das ist da oben, das stellen wir jetzt auch mal runter zu den anderen Sachen. Und können uns hier noch die, was ist das eigentlich? Das ist einfach eine Vitrine, die ich, kann ich hier Sachen reinlegen? Wooddesk. Einfach so? Nö. Muss... Achso, wahrscheinlich kann man da Papier etc. reinmachen. Ach, hier war doch eins. Machen wir trotzdem hier eine hin. Man kann nie genügend Werkbänke haben. Guck mal, Leute, jetzt können gerade zwei Leute gleichzeitig an unterschiedlichen Werkbänken arbeiten. So. Nein, ich will es ja nicht cheaten. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Zack. Wo ist mein Glas? Mein Glas hat Zombie. Oder? Irgendjemand habe ich gesagt, das soll mein Glas mitnehmen. Und ich glaube, das war Zombie. Und deswegen müssen wir uns ein neues Glas holen. Wir brauchen nämlich zwei davon und dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Glas jeweils. Und heißt, wir brauchen 14. 14 Glas heißt, wir brauchen 14 Sand. Ja, immerhin schaffen wir das diese Folge noch. Und den 14 Sand... Oh, das tut mir irgendwie leid für dieses Gewässer, weil das ist immer richtig ärgerlich, wenn man so Sachen abbaut. So, wir haben 3, aber ich versuche das möglichst schonend zu machen, dass es noch halbwegs aussieht. So, ein bisschen einfach den Rand weg. Dann machen wir das und das weg. Dafür nehmen wir hier das weg. Wir cheaten nämlich jetzt, Leute. Wir cheaten hier ein bisschen. Und zwar packen wir dafür da hier wieder ein Sand hin. Dass es halbwegs aussieht. Das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. So, und dann brennen wir noch die 14 Sand. Des 14 Sand. Ach, ich verspreche mich in letzter Zeit wieder viel häufiger als früher. Zwischendrin war es echt gut, aber mein Gehirn ist halt jetzt komisch. So, Holzkohle haben wir mittlerweile. Ah, nicht wirklich. Eine können wir rausnehmen. Und hier, ich weiß nicht, könnte das Eisen mir oder Zombie, egal. Ich mache das Eisen einfach hier in die Kiste. Dann sehen wir ja schon, wem es gehört. Ist ja auch nicht ganz so wichtig. So, und zwar halbieren wir einfach das Häufchen, damit ich so schnell wie möglich mein Glas habe. Ich will das nämlich jetzt craften. Ach, dafür brauche ich auch Eisen. Okay, das habe ich ja sogar. 1, 2, 1, 2. Gott sei Dank haben wir noch das Eisen. Das wäre jetzt blöd gewesen. Hätte mir am Ende was gefehlt. Oh, ich bin so aufgeregt. Glas, mach doch hinne. Und hier haben wir ebenfalls Essen. Weißt du was? Dann benutzen wir den Ofen. In der Zwischenzeit einfach für...
Erstmal ein Holzkohle. Und danach. Oh, es ist wieder Tag. Ich muss sagen, ich habe ja bei anderen gesehen, hier gibt es echt ziemlich fiese Sachen. Delay ist auch gestern gestorben. Er könnte auch vorbeischauen bei seiner Folge. Das war auch recht lustig, muss man einfach sagen. Wartet. Ich hätte gerne. So, genau, so können wir es machen. Das war auch ganz lustig. Mir ist jetzt sowas nicht passiert. Es gibt auch Geister und alles. Richtig unheimlich. Und ich weiß nicht, wie weit ich mich informieren soll immer. Bei diesem Modpack soll ich voll informiert rangehen. Das wäre irgendwie langweilig, finde ich. Ich finde es irgendwie cooler, wenn, ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich immer so kleine Informationen habe. Zum Beispiel jetzt gerade weiß ich einfach, Maudado, alle haben dir gesagt, du brauchst unbedingt Diamanten für eine Dia-Spitzhacke, weil du sonst nichts in diesem Modpack machen kannst. Das heißt, ich weiß, mein Ziel ist derzeit eine Dia-Hacke zu machen. So, checken wir das nochmal. Ja, das stimmt. So, haben zwei davon, dann brauchen wir jetzt noch eine Kiste. Und dann gleich das Bett. Na, ich wollte das nicht aufteilen. Verdammt, aber ich bin glücklich, dass dieses Modpack wenigstens in der 1.7 spielt. Oder ist 1.7? Dass man das schon hin und her ziehen kann, das wäre echt der Horror. So, dann müssen wir zweimal Teppich machen. Ach nee, da gibt es drei raus. Ja gut, dann ist es doch gar nicht so schlimm, wie ich gesagt habe. Dann haben wir das. Haben wir das Rezept. Ach, ich muss das echt umstellen. Und dann brauchen wir das eine Gold, was ich auch hatte, was aber Zombie hat. Okay, GG. Wo ist Zombie? Hat er sich hier wieder runtergegraben? Zombie. Hallo? Zombie, hast du ein Gold? Ich hoffe doch, er hat das. Also ich habe auf jeden Fall was abgebaut und irgendjemand habe ich zugeworfen. Ich weiß aber nicht wem. Oder habe ich es noch im Inventar? Nee, ich habe es nicht im Inventar. Heißt, irgendjemandem habe ich das auf jeden Fall gegeben. Zombie ist doch online. Oh, hoffentlich hat er es gesehen. Wem habe ich das eine Gold gegeben? Ist jetzt die Frage. Jetzt müssen wir noch ein Gold suchen. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Vor allem, glaube ich, setze ich hier draußen meine Kiste hin. Und lege erstmal alles Zeug, was ich hier mitnehmen muss, hier rein. Weil ich möchte das echt nicht verlieren. Und wenn ich sterbe, dann weiß ich ja nicht, ob ich irgendjemanden habe, der mir mein Zeug saved. Also der es auch rechtzeitig schafft, der meinen Grabstein zurückbringt. Da finde ich bestimmt einen. Aber für den Rest, da weiß ich ja nicht. Okay, dann holen wir uns doch noch das Fleisch. Wir haben auch nur noch 2 Minuten. Heißt, in 2 Minuten Gold zu finden, wird wahrscheinlich sehr kritisch. Bedeutet, das wird nächste Folge passieren. Yippie-yay. Schade. Gut, nächste Folge ein Gold. Was ich aber schon hatte. Ziemlich sicher in der ersten Folge. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ziemlich sicher. Aber wirklich richtig sicher nicht. So, machen wir das Distanz wieder runter, wenn wir in die Mine gehen. Vielleicht finden wir ja direkt an der Wand gleich auch welches, aber ich glaube, hier wurde ziemlich alles leer geräumt. Naja, hier vielleicht nicht in meiner Höhle, hier drüben. Ach, und wenn... Ich weiß nicht, wem habe ich das gegeben oder war es hier noch im Ofen? Hier sind auf jeden Fall noch viel Eisen und richtig viel Kohle. Wahrscheinlich können die Zombies, und ich habe es gerade rausgenommen. Wir laufen noch mal kurz runter. Schauen hier mal rein. Hallo? Ist kein Gold, gell? Ist kein Gold. Gut, dann geht's hier auch nicht weiter. Glaube ich. Das war auch das Ende von der Höhle. Nochmal weiter zu graben, wird sich nicht lohnen. Schade, schade. Ja gut, dann werden wir nächste Folge mit Zombie in den Dungeon gehen. Und übernächste werden wir dann irgendwie schauen, dass ich eine Spitzhacke organisiere, mit der wir diese besseren Erze abbauen können. Rennen wir noch schnell hoch, bevor die Zeit um ist, dass wir auch in unserem Haus sind. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Sehen, Leute. Sobald wir unseren Rucksack haben, machen wir auch irgendwas, was Dungeon- und Minenmäßig ist. Aber Rucksäcke sind doch cool. Tschüss.